Hallo, hallo und willkommen bei einem neuen Video mit eurem Xarok. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, was passiert hier? Ich zeige euch heute wieder mal ein neues Auto. Ja, witzig. Denn ich habe mein Dodge ja am Freitag zurückbekommen und jetzt haben wir irgendwie, ja, immer noch Probleme mit dem Auto. Von wegen Spur vermessen, von wegen keine Probleme mehr, von wegen Probefahrt gemacht. Deshalb habe ich jetzt wieder ein Leihauto bekommen und muss jetzt wahrscheinlich mit dem Auto bis zum 25.8. klarkommen, denn das Leihauto, denn die Werkstatt hat erst am 25.8. wieder Zeit. Ja, was haben wir bekommen? Ein Opel Insigna. Ich möchte euch mal ein bisschen was zeigen. Ich habe mir jetzt gesagt, wir fahren jetzt hier mal so hier ein bisschen rum. Die Straße ist noch ein bisschen abgesperrt. Also die ist ganz neu und da kann man auch ein bisschen Gas geben. Und da fahren wir jetzt gleich mal links da drüben raus. Und schauen wir uns mal das Auto genauer an, denn das Auto hat schon ein bisschen was zu bieten. Das gefällt mir nämlich gar nicht mal so schlecht. Gucken, oder wo man da rausfahren konnte, das war glaube ich da vorne, genau. Ist natürlich jetzt sehr schön, dass man hier jetzt schön Gas geben kann, weil hier einfach nichts los ist. So, das müsste jetzt eigentlich, genau, hier kann man links rausfahren. Oder wir fahren hier rechts raus, das ist doch auch super. Das ist doch ein schöner Platz zum Auto angucken. So. Genau, dann steigen wir mal aus. Ja. Bestaunen den netten Opel Insigna von außen. Ja, hat er denn nicht was? Er hat was, definitiv. Ja, gefällt mir ganz gut. Und ich finde ihn sogar ein Stück netter als den VW Passat, den wir jetzt vor kurzem hatten. Ich muss dazu sagen, innen ist er etwas älter, was vielleicht daran liegt, dass er einfach auch ein paar Jährchen älter ist. Aber vom Fahrtechnischen her fand ich ihn jetzt bis jetzt echt cool. Aber ich muss auch dazu sagen, so auch wieder mal hier so dieses typische, ja, Spaltmaß-Wichsen. Also ja, das nennen die hier ja deutsche Wertarbeit. Aber gut, da wollte ich jetzt nicht so genau drauf eingehen. Wir zeigen euch mal hier jetzt ganz kurz mal hier so den Innenraum. Der ist nämlich auch ganz eigentlich in Ordnung. Aber ich finde, da hätte man sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Da gehen wir aber später noch ein bisschen mehr aufs Detail ein. Jetzt zeige ich euch mal den netten Kofferraum. Denn der gefällt mir auch, denn es ist ja immerhin ein Kombi und der sollte natürlich auch Platz bieten. Und das hat er reichlich, finde ich. Ich glaube, der Mercedes hat ein bisschen mehr Platz, aber es ist in Ordnung. Aber eine Riesenklappe ist das hier. Und ja, ich habe mir gedacht, wir zeigen euch heute mal was ganz Nettes, denn ich habe mir so ein neue Hardware gekauft und das möchte ich heute mal ausprobieren. Ja. Ja, wir haben uns nämlich eine nette Actioncam gekauft. Die habe ich auch schon ein bisschen ausprobiert, also das ist wirklich ganz cool mit dem wasserdichten Gehäuse. Kommt auch noch genug Ton rein, aber die Windgeräusche werden ein bisschen abgeschottet. Das möchte ich heute mal in einem Bereich probieren, wo weniger Wind hinkommt und wo man schön den Auspuff-Sound von dem dicken Rohr hier hört. Angeblich 150 Meilen, also Pi mal Daumen, so 250 Kilometer, 260 Kilometer. Also das ist schon ordentlich, was das halten soll. Ich vertraue dem Ganzen jetzt mal. Wir fahren jetzt hier natürlich auf einer eigentlich weniger stark befahrenen Straße. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das heute doch ein bisschen lustiger wird. Aber wenn wir sie verlieren, hoffe ich, dass wir sie nicht verlieren. Wiederfinden, meine ich. So, Kamera sitzt. Geht so Richtung Auspuff, oder? Wir gehen nur so ein Stück in die Richtung kippen. So. So, dann starten wir mal den Scheiß. Schauen wir mal, jetzt ist das natürlich ein bisschen auf dem Kopf. Das kann ich nicht. Oh ja, die Perspektive ist genial. Da werde ich erstaunen. Oh, das ist jetzt ganz cool. So, dann starten wir jetzt mal die Aufnahme. Läuft. Wir fahren jetzt. Da hat er runtergeregelt, der Schwein. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ich kenne das jetzt bis jetzt nur von vorne. Ich hatte das jetzt nur auf der Motorhaube und da war der Ton eigentlich recht brummig, der war eigentlich nicht schlecht gewesen. Aber mich interessiert natürlich,
der Auspuff ist. Bisschen wackelig ist auf der Karte. Ich hoffe, das Ding ist noch dran. So, wir schauen uns mal noch hier so ein bisschen den Innenraum an. Also, man muss schon sagen, sehr ordentlich, sehr schön aufgeräumt. Allerdings hier, das hier ist ein bisschen alles verwirrend, auch vor allem mit der Temperatur und mit den Lüfter. Das verwechsel ich immer wieder mal. Das könnte aber auch einfach nur an mir liegen. Und ja, hier das Navi, das ist auch ganz cool gemacht. Also das Radio-Navi. Kann hier schön mit Telefon verbinden, Nachrichten lesen. Ja, also eigentlich alles, was man so braucht. Finde ich ganz gut. Na, Lautsprecher sind okay, jetzt nicht der Oberhammer. Hier mal so hinten ein bisschen gucken, also auch wieder Stoffsitze, also wahrscheinlich einfach die günstigste Ausstattungsvariante, die es im Laden zu erkaufen gab. Ja, Verbrauch 8,4 momentan im Schnitt, also auch nicht so die Werksangabe. Gut, wie gesagt, ich fahre natürlich auch ein bisschen sportlicher. Ja, Reifendruck, das finde ich ganz schick gemacht, also das ist wirklich, sieht sehr modern aus, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Wir haben hier auch so Sachen wie Tempomat, dann können wir hier Telefon, hier können wir dann die Kombi-Instrument steuern. Was mich ein bisschen nervt, ist immer, wenn man das Auto anschaltet, dann befeuert er einen mit Millionen von Informationen wie AdBlue und Handbremse ist nur aktiviert und was weiß nicht alles. Also ein bisschen viele Informationen dafür, wenn man mal gerade eben schnell losfahren möchte. Aber sonst wirklich cool. Schauen wir uns noch den netten kleinen Diesel an. Ich weiß noch nicht, wie er aussieht. Also das ist jetzt gerade wie Geschenke auspacken. Schauen wir mal. Oh, ein EcoTech. Der sieht echt kompakt aus, rüttelt und rüttelt. Vibration. Ja, schön. Kleiner, kompakter Motor. Ja, das war's eigentlich auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde euch auf den Laufenden halten, was mit dem Dodge so weitergeht. Und sage, bis zum nächsten Mal.